Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Link's Crossbow Training. Es geht wieder weiter. Wir sind hier in Level 6 und haben wieder ein paar krasse Runden am Start. Und hoffen mal, dass wir heute ein bisschen besser abschneiden als im letzten Part. Der war nämlich relativ schlecht, muss ich sagen. So, es geht jetzt erstmal zurück nach Ordon. Da scheint man auch so einen Side-Scroller zu haben. Was ganz schön eklig sein kann. Oh Gott. Den da unten habe ich leider nicht mehr erwischt. Aber dafür den. Nein! Ich habe ins Gras geschossen. Wow. Wow, ist das stressig. Ja, 20.000. Hä? Hätten auch 40 sein können. Auf jeden Fall, wenn ich nicht zweimal daneben geschossen hätte. Schade eigentlich. Ja, der Multiplikator macht's halt, ne? Okay, Runde 2. Gegner greifen die Kutsche an. Wehr sie ab. Okay, let's go. Das schaffen wir doch. Okay, schaffen wir auch nicht. Nein! Oh Gott, das war noch ein Treffer. Wahnsinn. Nein, das habe ich da geschossen. Mann, das hätte echt gut werden können. Das hätte richtig gut werden können. Es war trotzdem nicht schlecht. Ich hätte gedacht, ich krieg weniger. Aber es hätte noch besser werden können, weil ich halt einen fetten 40er-Multiplikator hatte. Ich denke, bei 50.000 wäre ich noch rausgekommen, wenn ich daneben geschossen hätte. Okay, das ist jetzt wieder so... die Firnlinge, ja, ja. Okay, wie ist das nochmal? 5 Schüsse? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier sind Fledermäuse. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Oh Gott, da oben. Alter. 2, 3, 4, 5. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Noch mehr? Nö, erstmal nicht. Wo geht's denn lang? Aha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Multiplikator macht's wieder, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Oh Gott. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Saugeil. Saugeil. Wenn ich da schneller gewesen wäre, gerade am Anfang mit dem Checken von 1, 2, 3, 4, 5, ne, dann... Da wäre ich richtig durchgerusht. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch so eine Runde wird. Hammermäßig geil. Gut. Schön. Level 7, Leute. Level 7. Geht an den Start. Die Gruft umsingelt den Kumula und Überfall in... Was? Überfall in... Im Zeitschrein. Alles klar.
Ah, das sind auch wieder... Ja, schauen mal. Wir schauen mal, was wird. Da hinten ist auf jeden Fall eine Vogelscheuche. Nein, gegen die Säule geschossen. Ich hätte die Vogelscheuche, glaube ich, am Anfang machen sollen. Ja, später ist man immer schlauer. Boah, das ist aber auch ein ekliges Level. Das ist ja richtig widerlich. Ja, dann wäre ich, glaube ich, auch in einen anderen Bereich dann gekommen. Okay. Nein. Was eine Scheiße. Okay, jetzt kommen Zombies. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, ne? Da kann man hier schön... Ich glaube, das mit den Zombies ist gar nicht so schlecht. Da kannst du gut Multiplikator farmen. Ich glaube, das ist sogar besser als die Vogelscheuche-Runde. Vogelscheuchen-Runde. Umsingelt in Kamula. Das ist auch so, glaube ich, ein bisschen eklig. So, let's go. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Was soll ich machen? Bombenpfeile? Ist das die Lösung? Na toll. Das ist ja ein richtig beschissenes Level. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie es funktioniert. Ja, cool. Haben wir jetzt schon mal Bronze. Das ist ja nice. Jetzt ist halt die Frage, was ist Runde 3 nochmal gewesen? Und können wir da nochmal was rausholen? Überfall im Zeitschrank. Ich glaube, da kann man wirklich was rausholen. Aber da muss ich halt auch wieder wissen, was eigentlich los ist. Oh, der lebt noch. Alles klar, die halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Okay. Aber ist ja nicht schlecht, da kann man wenigstens einen kleinen Multiplikator sammeln. Ja, bis jetzt. Alles schön in Butter. So, das ignoriere ich mal. Sehr schön. Läuft. Bis jetzt läuft's. Na! Nein! Was? Scheiße. Hab ich jetzt echt daneben geschossen. Oh Gott. Ja, also gut, wenn man bei der Sache schön ruhig bleibt, da kann man auf jeden Fall locker eine 60.000 holen, denke ich. Easy. Aber, das müssen wir nochmal machen. Ich glaube, das wird unser Nemesis für diese Folge. Ich denke aber, in Runde 1 kann ich vieles besser machen. Runde 2 war richtig scheiße. Weiß ich nicht, ob da was besser gemacht werden kann.
Aber Runde 3 ist auf jeden Fall eine Goldgrube, denke ich. Das geht. Runde 1 eigentlich auch. Okay, zack. Den lasse ich mal in Ruhe. Okay. Lieber ein bisschen Punkte sammeln, ein bisschen weniger dafür. Alles gut. Alles für die finale Runde dann gegen diese Zombies aufheben. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich könnte jetzt die Vogelscheuche abschießen, ich lasse es aber lieber mal. Alles für die finale Runde aufheben, genau. Das läuft super. Ja. Bin richtiger Profi. Bin richtiger Profi. Gott, ey. Okay. Wie kann ich denn daneben schießen? Oh Mann. Oh Mann. Runde 3 muss es halt echt rausholen. Dann bin ich froh. Dann bin ich richtig froh, wenn ich Runde 3 richtig gut rausholen kann. Okay, ich gehe jetzt hier gleich mal auf die Vollen. Und baller die einfach mit Bombenpfeilen weg. Vielleicht ist auch gar nicht so bad, wenn ich versuche, einfach alles zu töten, weil dann kriege ich vielleicht einen Multiplikator. Sehr gut. Jo, da habe ich einen Multiplikator bekommen. Hä, schön. Oh, sehr schön. Richtig gut. Richtig gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich da noch so weit komme. So kann man sich halt verbessern, ne? Wenn ich jetzt nochmal dasselbe in der Runde 3 schaffe, wie vorhin, dann sind wir da auch schon fein raus. Also, einfach nur ein bisschen Konzentration. Zack. Ja, da geht's schon los. Ich habe schon dahin geschossen. Geil. Und weiter geht's. Alles noch drin. Ganz ruhig. So. Einfach schön Multiplikator farmen. Jawohl. Die sind aber auch schnell unterwegs auf jeden Fall. Okay. Bin sehr zufrieden. Schnell hier durch. Ja. Und tschüss. Ich glaube, wir haben es schon geschafft. Sehr schön. Da freut man sich doch. Guck mal. Was man hier für krasse Punkte... Na toll. ...machen könnte. So, jetzt mache ich noch schnell den Multiplikator am Ende. Mit der Zeit. Dann soll mir das ausreichen. So. Einmal 500. 56.000, nochmal meine Erwartungen übertroffen. Richtig schön. Damit sind wir bei 97.000 und haben auch in Level 7 Platin erhalten, Leute. So, da können wir auf jeden Fall auch in Level 8 nochmal reinschnuppern. Und dann geht's auch schon ins Finale, ne? Also ich denke mal, nächsten Part ist es vorbei.
Okay, hoch zu Ross, Bergruine, Kampf gegen Nimbus Garde. Das sind alles Level, die sind richtig schön stressig. Glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern. Also ihr habt schon gemerkt, das Spiel ist auf jeden Fall nicht blind für mich, weil ich kenne mich halt echt gut aus. Relativ. Ich weiß aber auch, dass das hier richtig eklig war, das Level. Okay. Runde 1 ist vorbei. Aber es ist auch ein sehr schönes Level, muss man sagen. Ja, und da geht's auch schon daneben. Oh Gott. Am meisten stört mich, glaube ich, das Galoppieren vom Pferd. Guck doch mal diese Punkte an, ey. Ich glaube, das ist jetzt eher mal, wir schnüffeln mal in dieses Spiel rein, in diese Runde, in dieses Level. Und hoffen, dass wir es im nächsten Part dann besser hinkriegen. Ja, geil. Richtig geil. So macht das doch Spaß, oder? Wahnsinn. Ja, das war auf jeden Fall keine Glanzleistung. Okay, Bergruine. Da muss ich, glaube ich, jetzt auch... Muss ich da selber laufen? Nee, da muss ich noch nicht selber laufen. Aber ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall auch eklig ist. So, da oben kommen jetzt gleich richtig viele. So. Nein. Oh nein, jetzt daneben gesprungen. Ja, ihr merkt, das war auch wieder ein richtig geiles Level. Ah, was war in Runde 3 jetzt? Ich weiß, Nimbus Garde. Nimbus Garde kannst du gleich vergessen. Ich glaube, Nimbus Garde, da werde ich... da werde ich gar nichts schaffen. Da weiß ich auch gar nicht mehr, wie der geht. Und ich muss mich auch selber bewegen, alles klar. Nee, es ist wahrscheinlich eher so ein Test, eine Testrunde. Das schauen wir uns mal an. Und im nächsten Part werden wir das richtig angehen. Man kennt ihn, ne? Die Nimbus Garde aus dem Zeitschrein. Schöner Boss. Let's go. Also ich glaube, man muss sowieso immer... Drei Schüsse? Ich weiß auch nicht, was es mit den Käfern auf sich hat. Okay, 1, 2... So, wie macht man den am besten platt? Bombenfall? So nicht. Also ich glaube, man kann den halt wirklich nur treffen, wenn er angreift. Ah ja, und dann muss man das goldene Fieder treffen. Alle drei. Jo, das ist auf jeden Fall eine richtig schön beschissene Runde gewesen. I love it. Aber Leute, dann wissen wir, im nächsten Part müssen wir es besser machen. Wesentlich besser. Also da
Da gibt's gar nichts zu meckern. Also das wird, glaube ich, die letzten zwei Level werden richtig schön grausam werden, weil da kommt halt auch jedes Mal ein Boss und die Bosse sind richtig schön scheiße. Ja, so ist es. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Links Crossbow Training. Tschüss.